Moin moin meine aktiven Freunde, wir sind hier ein Trainer und willkommen zum neuen Video. It's time to stand up, time to take the red pill, to make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. We never give up, no we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill, to make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. Also, hier ist nochmal Max Werner, falls ihr es vergessen habt so, oder mich nicht kennt. So, Unterstrich, ach, keine Ahnung, mein Insta halt oder so. Da machen die hier gerade Starttraining oder so. Für die, die Freitag schon Bock haben, sich anzuschauen, wie das Gate fällt. Wir haben uns auch angeschaut, wie das Gate fällt. Ich würde sagen, in der Mitte ist ein bisschen holprig, aber innen und außen, das geht schon. Ich würde sagen, es fällt wie jedes Gate, es fällt. Ja, ja, ja. Da ist nochmal die Holeshot-Line. Da werdet ihr Manni morgen durchzimmern sehen als erstes. Henry Jacobi auch. Und Max Werner übrigens auch. Wenn alles gut läuft, dann ja. Und Freunde, falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst die Glocke klingen. Drückt auf den Banner mit der Glocke aktiv. Weißt du, dann seht ihr immer die neuesten Videos. Und dann geht's ganz nach oben, wenn ihr euch die Manni-Vlogs anschaut. Weil Manni-Vlogs, beste Vlogs. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Wir haben es jetzt 20.30 Uhr, also 20:30. Ich werde mich jetzt ins Bett legen. Begrüßung habt ihr ja schon gesehen von Max Werner. Morgen früh zeige ich euch noch so draußen, was so aufgebaut ist. Mit dem Zelt und wo das Motorrad steht. Wir haben hier nochmal neue Stiefel gekriegt von Lied. Megamäßig. Weiß-schwarze. Basic. Ziemlich geil. Vielen Dank, Thomas und Lied. Geilste Sachen. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Ich war auch zuerst sehr skeptisch mit den Stiefeln, aber die haben sich wirklich, wirklich bewährt, qualitativ und auch von der Bewegung, vom Movement. Wirklich sehr geile Stiefel. Guten Morgen, Freunde. Samstag, 8 Uhr. In 20 Minuten bin ich dran. Ich bin Gruppe 1. Angezogen bin ich schon. Wie ihr seht. So, hier ist aufgebaut. Das Zelt. Hier ist mein Platz. Die Karre ist fertig. Schön die Maxxis-Reifen hier. Schöne frische Reifen. Hier ist Aufenthalt. Gemütlich. Kitchen. Und ja, ziemlich großes Zelt. Die großen Jungs sind gerade schon alle fahren. Ich bin der Einzige in der Kleinklasse sozusagen. Ja, normalerweise ist das hier auch voller. Also, ihr seht ja, wie viele Ständer hier stehen. So viele Motorräder sind hier auch drin. Wir fahren jetzt gleich raus zum Starttraining, freies Training und Qualitraining. Also, Starttraining ist halt, da darf man noch mal 2-3 Starts machen auf der Startgeraden. Freies Training ist sich die Strecke angucken und Qualitraining ist die schnellste Runde zu fahren. Das machen wir jetzt und dann sehen wir uns wieder. So, Zeittraining haben wir schon lange durch. Zweiter war ich in meiner Gruppe. Ja, war ganz gut. Ich hatte leider keine so perfekte Runde, also ein bisschen Luft nach oben wäre noch gewesen. Eine Sekunde ist auf Platz 1. Das heißt, weil wir zwei Gruppen haben, dass ich den dritten Startplatz habe.
Weil der erste von Gruppe 1 ist natürlich vor mir und der erste von Gruppe 2 ist vor mir. Wir haben es jetzt auch schon Nachmittag. 14 Uhr. Um 16 Uhr ist Gate Drop. Also, ja, jetzt nochmal kurz entspannen, runterfahren und dann anziehen. Und dann wird guten Start gemacht und mitgefahren. So sieht's aus. Das ist der Plan. Hoffentlich läuft auch alles danach. Es gab nochmal neue Aufkleber von Rudy, von SPV fürs Race. Motorrad sieht schick aus. I'm not lost, I'm here to make it to the top. I'll take a shot, I'll overpower any boss. Cause I am not let's go that you would wanna call. I move quietly, like a shadow, there's a dark side to me. I work privately, to go build and create my own dynasty. Ich kaufe die Karte. Aber
Antwort 10. Jetzt ist gleich der zweite Lauf. Fazit vom ersten Lauf gestern, haben wir ja auch noch nicht gemacht. Platz 3. In der letzten Runde leider Platz 2 verloren. Aber ja. Ja. Ist halt wie es ist, ne? Aber bin zufrieden, top, hätte ich nicht gedacht. Und ja, jetzt nochmal richtig angasen. Aufnahmen vom Sonntag gibt es leider keine, weil ich, Dulli, vergessen habe, den zweiten Kameraakku mitzunehmen und das Ladekabel auch nicht mit hatte, um die Akkus zu laden. Deswegen Schuld auf meiner Seite, dass vom Sonntag keine Footage ist. Ich hoffe, ihr versteht, kann mal passieren, passiert nicht wieder, versprochen. Aber Sonntag lief auch dementsprechend nicht ganz so nach Plan. Die Starts haben einfach nicht gepasst, was ich mir nicht so erklären konnte, aber wir haben den Fehler, glaube ich, schon gefunden gehabt und ich werde dann natürlich beim nächsten Rennen wieder die Starts rauszimmern, verspreche ich euch. Ja, gefahren bin ich gut Sonntag, wirklich sehr, sehr gut, nur ich habe es halt Start und in jedem Moto hingefallen. Wenn du halt da hinten drin bist, bei den langsameren, da passiert so viel, das ist der Wahnsinn, die fahren echt kreuz und quer. Da wurde ich halt jedes Mal abgeräumt, im dritten Motor sogar leider zweimal, einmal am Start und einmal am Ende der ersten Runde nochmal dazu. Also ich bin wirklich die beiden Motos am Sonntag von wirklich immer letzten Platz losgefahren. Ja, was willst du machen? Ist einfach so. Ich habe es am Sonntag nicht auf den Punkt gebracht. Dieses bisschen confident sein oder Selbstbewusstsein, wie auch immer, hat gefehlt. Und somit habe ich es halt ein bisschen versaut. Naja, wie auch immer. Hätte ich gedacht, dass ich schon so weit vorne bin? Eigentlich nicht, weil ich ja die Preseason-Rennen jetzt nicht so gut abgeschnitten habe, weil ich halt ja weniger gefahren bin als die anderen und einfach ein bisschen ruhiger gemacht habe. Aber cool zu sehen, dass ich trotzdem jetzt schon da vorne drin bin. So soll es auf jeden Fall auch sein. Das ist das Ziel. Und im nächsten Rennen in Mölln, beim nächsten ADAC Masters, da geht es dann richtig rund, aber sogar mit guten Starts. Speed passt, Fitness ist sehr gut und ich bin gesund. Das ist das Wichtigste. Dementsprechend vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr von Motocross sehen wollt, dann immer rauf da. Ihr wisst, wie es läuft. Und dann sehen wir uns beim nächsten Rennen. Das wird in Schneidheim sein, DM Open. Da werden wir nochmal als Training an den Start rollen. Da habe ich Bock, bisschen Hartboden, ja, und dann ist danach ein bisschen Pause und dann geht es nach Gentin zum ersten Rennen der Deutschen Meisterschaft 250. Da bin ich auch auf jeden Fall hyped. Dementsprechend, ihr wisst jetzt den Plan und dann sehen wir uns, ne?